So richtig glücklich sahen die BVB-Profis nicht aus, als sie am Donnerstag wieder in Dortmund landeten. Mit der 1:2-Pleite beim FC Arsenal im Gepäck schlichen sie Richtung Bus. Bis die ersten Fragen zum Spiel gegen Schalke kamen. Da rückte Arsenal ganz plötzlich wieder in den Hintergrund. Wir wissen doch alle, was ein Derby bedeutet. Und gerade die hierher kommen aus Dortmund, für die ist das wichtigste Spiel in ihr Leben und im Jahr überhaupt. Und ja, wir wissen, um was es geht. Nicht nur Großkreuz fiebert dem Derby am Samstag mit viel Herzblut entgegen. Auch Trainer Jürgen Klopp zeigte am Nachmittag, dass er nicht nur Fußballtrainer, sondern auch Fan geblieben ist. Sein Kommentar zum Derby: Und es ist einfach ein riesen Fußballspiel, ein riesen Event. Auf Schalke gab es solche Töne nicht zu hören. Locker, aber konzentriert bereiten sich die Königsblauen auf Dortmund vor. Trainer Huub Stevens schien eher bemüht, ein wenig Brisanz aus dem Spiel zu nehmen, musste dann aber zumindest eingestehen: Natürlich ist da eine bestimmte Rivalität, aber das ist auch Respekt untereinander, glaube ich. Und dass die Fans da eine Brisanz in sehen, das ist doch auch ganz normal. Und das ist auch gut, dass es so ist. Eine Kampfansage an den alten Rivalen klingt irgendwie anders. Aber die braucht es wohl auch nicht vor diesem Spiel. Dortmund gegen Schalke. Auf diese Partie freut sich ganz Deutschland.